Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah, if we try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah. We could be taking control. 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 Was geht YouTube? Sind die Donnerstag am Start mit einem wunderbaren erneuten Livestream. Ja Leute, gestern kam jetzt kein Stream. Also gestern kam ja schon ein Stream, aber nur morgens. Gestern Abend habe ich noch ein bisschen an meinem Fahrrad rumgemalt und dann muss ich noch Videos noch schneiden für euch. Ja, dann haben wir Destiny gespielt und dachte ich so, Digga, wir haben dann doch irgendwie eineinhalb Stunden oder so war es dann gezockt. Also muss man nicht dieses Mal eineinhalb Stunden. Irgendwie war das sogar echt guten Content. Ich hab guten Content verpasst, nur weil ich den Stream nicht angemacht habe. Weil ich gedacht habe, Digga, ich spiele eh nur eine Runde. Ja, so viel zu dem Thema. Servus, Kenny! Wieder richtig fresh heute hier. Mit mir einem Trust Me Pulli und was steht da unten eigentlich drauf? Ich hab keine Ahnung. Ach, Underdog glaube ich oder so. Nee, Vorerst verlassen. Oh. Einmal Doktor steht da noch drauf. Ja, richtig fresh hier an der Stelle. Eigentlich habe ich auch eigentlich so oft genug die passende Hose dazu an. Hab ich aber nicht. Egal, das soll jetzt mal nicht das Thema sein, Alter. Ja, aber mein Fahrrad ist endlich so halbwegs fertig. Halbwegs. Max hat mir heute noch ein bisschen geholfen. Das heißt, welcher Mikro ist nämlich nicht fertig geworden heute. Er hat vorne die Stoßdämpfer gemacht. Hinten hat er noch eine Seite gemacht, wo die Kette ist. Dieses Mittelding da und da oben drauf ist dann da dieser Sattel da, diese Stange da unten, wo auch die Pedale und sowas verbunden sind. Ja, diese Stange da, die hat er auch ein bisschen gemacht und ich habe dann nochmal dann da noch die Feinarbeit dann noch gemacht. Perfekt, ich habe mir Wege. Mich jetzt wirklich? Perfekt, Digga. Wie hab ich mich jetzt verletzt? Wo hast du dich denn verletzt? Ja, perfekt, überbelichtet. Ach Leute, ich habe keine Ahnung wie, entweder jetzt beim Handyserver machen, weil meine Hände, die waren voller Lack. Das sieht man glaube ich irgendwo immer noch. Da, der Daumen da. Das wird richtig sauber. Ach, die überblicke ich jetzt nicht. Ja. Jedenfalls muss es jetzt trocknen. Eigentlich braucht die Farbe nur 12 Stunden zum Trocknen. Das heißt, eigentlich könnte ich morgen Abend damit weitermachen. Ich lasse es aber noch ein bisschen mehr trocknen. Das heißt, ich fange dann damit am Mittwoch dann an. Dann dürfte das eigentlich dann alles richtig gut schön durchgetrocknet sein. Dann mache ich diese hässliche Katzenaugen dann ab, Digga. Das juckt eh keinen Kopf, Digga, ob da Katzenaugen dran sind oder nicht. Sieht so, Digga, das sieht. Verladung auf Alter. Das sieht so katastrophal aus, Alter. Diese dummen Katzenaugen, Alter. Ich mache die einfach ab. Und dieses hintere, das Sattel ist dann nur so, diese.
Rückleuchten-Reflektoren-Dinger, die mache ich auch ab, Digga. Das tut auch keinen Schwanz. Wenn ich mir das Fahrrad angucke von Max, Digga, das ist noch weniger verkehrstüchtig als meins. Nach deutschen Richtlinien. Ja. Und unser Maxi King darf natürlich auch nicht fehlen, so sieht's aus. Der Maxi King darf auch nicht fehlen. Ja, Mann. Ich glaube, Max hat das nicht so. Immer, dass ich kenne ihn. Was? Ich habe gesagt, irgendwann, dass ich kenne ihn noch bann. Victorin ist nicht höher als der Stehende vom Bann. Ich sag doch, er hasst diesen Namen. Der Instagram lügt nicht. Das lügt nicht. Der Instagram-Wheel. Instagram. Ja, warte, ich kann mich hier mal. Leute, lasst mal in der Zwischenzeit ein Like da, lasst ein Abo da, folgt mir auf Social Media, der es noch nicht getan hat, und folgt mal in der WhatsApp-Gruppe da. Ich lade jetzt aktuell mal noch nicht so viel hoch, weil ich erst warte, bis da ein paar Leute mal so drin sind, weil ich sehe es nicht einfach. Sechs Leute, inklusive mir und Kenny und Kevin, wo da drin ist. Okay, gut, ich könnte es rein, würde ich für Felix machen. Sehe ich nicht einer irgendwas hochzuladen. Ach stimmt, ich könnte es da hochladen mit dem Fahrrad, dass es Felix sieht, wenn er sieht. Stimmt, das könnte ich reinmachen. Ja. Das ist dann halt dann leider ohne Musik da, aber mir egal. So. Bin ich dann auch hochladen natürlich. Ja, dann, was ich bei meinem Fahrrad dann auch noch machen will, weil es ist halt, wie gesagt, es ist schon ein bisschen älter, es hat schon ein paar Stürze schon hinter sich. Ganz raus in die Lade. Jetzt. Ey, was ich noch machen will, ist, ich will andere Felgen drauf klatschen. Rot-schwarze Felgen, dass das dann auch noch so ein bisschen zum Fahrrad noch an sich da schön passt. Dann neue Reifen, weil es sind zwei verschiedene Reifen drauf, weil wir damals der Hinterreifen. Was so auffällt, ist, das ist immer noch die erste Bereifung drauf vorne, fällt mir gerade so auf. Hinten, du kannst wohl starten, ne? Ja, hinten ist mir der Schlauch irgendwie kaputt gegangen. Keine Ahnung, man kann das Fahrrad irgendwie nicht mehr aufpumpen und so. Auch bin ich ein Honkai. Da haben die da auch dann einen anderen Reifen drauf gemacht. Das heißt, das sind zwei verschiedene Reifen drauf und das sieht man wegen dem Logos. Ja, jedenfalls, das will ich machen. Wie gesagt, neue Felgen nicht drauf und rot-schwarze. Und was ich dann noch machen will, sind neue Pedalen an sich. Extra dann welche fürs Mountainbiking, dass die sich besser ins Schuh irgendwie so reinkrallen da. Muss ich mal gucken, was muss mich dann so ein bisschen beraten lassen. Und beim Lenker vorne diese, boah, wie nennt man das? Diese Polster, also da, wo immer die Hände sind noch diese Gummidinger da irgendwie da. Und das will ich noch neu machen. Dass es da mal so ein bisschen schöner aussieht. Was ich ein bisschen nervt, ist halt, dass das halt Fahrrad so ein bisschen rostbeklagt ist und Zahnguss von meiner Schuld, weil da ein Fahrradschloss drum war. Und da ist dann irgendwann von diesem Kettenschloss ist diese Hülle abgegangen und hat halt angefangen zu rosten, weil Tag und Nacht draußen und das ganze Zeug. Gut, ich meine, ich konnte jetzt das gut alles wegstreichen, aber beim Sattelstangen an sich, das sieht man's. Ich will es jetzt nicht nachstreichen, bevor das irgendwie dann ein Millimeter zu dick ist oder so. Das lasse ich dann einfach so. Und diese Schraube für das Sattel einstellen. Die ist halt auch verrostet. Sieht halt ein bisschen scheiße aus, muss man gucken, ob da irgendwie so Rostentferner gibt oder sowas. Es gibt es, das weiß ich. Ja, und vorne beim Lenker, die Schrauben sind halt auch ein bisschen verrostet. Das sieht halt scheiße aus. Ich wollte auch einfach so mit Farbe einfach da rumgehen. Ich gesagt, nee, komm, ich lasse es, bevor man die Schrauben nicht mehr lösen kann. Und dann bin ich gefickt. Oh nein, Celina, du musst mich beschützen. Wir halten doch zusammen. Na gut, also zwingendermaßen muss ich erstmal zu Max halten, ne? mache ich noch die Felgen selber rot-schwarz gestreift? Mach doch die Felgen. Nee, da wegen dem Logo und so an sich, das war dann schon geil. Also, nee, das mache ich nicht. Und auch so die Speichen da sind bei Max zum Beispiel sind die schwarz, bei mir sind die. Dieses Silber da, irgendwie sieht das sieht einfach bescheuert aus. Ich will es einfach mal ein bisschen cooler machen, damit ich mal von diesem Spiel runterkomme, dass ich neues Fahrrad will. Also schenke ich da halt so, keine Ahnung, 100 Euro da rein, nur mir 200 Euro und dafür sieht es dann einfach nur nicht geil aus. Meine Truppen berichten mir, dass die Einheiten ich habe deine Waffe da drin, ja. Frage. Hast du beim Artefakt Überladungsautomat, Überladungsautomat warum leckt der Stream? Nee, Stream leckt nicht. Leckt er nicht? Ja, kein Problem.
Ist nicht irgendwie ein bisschen. Bei mir läuft alles flüssig. Okay. Okay. Ja, was? Wie, wo, was, Artefakt? Hast du Überladungsmodifikator für Automatik werden? Ich habe keine Ahnung. Wo sehe ich das bei meinem Schwunggewehr? Bei dem Automatikgewehr sehe ich da irgendwo, ne? Wahrscheinlich drin. Waffenmod Boss Spezial Gegengewicht. Erste Reihe. Ja. Da ist dann Überladung Automatikgewehr dabei. Bin ich für die Überladung. Beziehungsweise müsste. Sagen müssen wir besser so. Steht nichts drauf. Nee, auch nicht bei Mod im Artefakt. Ich hab keine, wo ist das? Das Saison-Artefakt, Selina. Ach so. Da im Inventar, wo du bist, ganz unten. Nee, hab ich nicht. Kann ich da irgendwas zurückbauen? Rückbau. Ja, jetzt hab ich's drin. Ich hab irgendwas so zurückgebaut und dann ging das schon. So. Guten Abend, Kevin. Bin eben erst vom Einsatzheim gegangen. Tschüss. Spaß dir noch. Und ein bisschen Spaß. Ich hoffe mal, der Einsatz hat dir Spaß gemacht, Kevin. Soll ich dir ein Bild schicken? Joa. Kannst du machen von mir aus. I'm crazy. Andere kaufen sich einfach ein schönes Fahrrad nach ihrem Geschmack. Ja. Andere schon. Andere haben aber auch Geld. Und was ich jetzt sogar jetzt bemerkt habe beim Fahrradstreichen. Jetzt weiß ich auch endlich mal, wie viel Millimeter Federweg ich habe. Ich habe 80. Also stand mal irgendwas drauf mit 80 bei den Dingern da vorne. Also vermute ich mal, dass ihr so ein 80er Federweg habt. Das ist ja gar nichts. Damit kann ich ja echt nichts machen. Mir gehen gerade mal so, wenn überhaupt, kleinere Sprünge. Wenn überhaupt, muss man mal gucken, ob das funktioniert. Digga. Aber ich glaube, ich kann mir da aber auch keine neuen Stoßdämpfer vorne reinmachen, dass ich einen höheren Federweg habe. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Leider. Ist das besessenen Fäule? Die Schattenlegion drängt ich bleib hängen, weil ich ein Hänger bin. Hast du eine private Playlist gemacht oder so? Lass uns suchen. Finden wir wahrscheinlich keinen. Die Besessenen sind unermüdlich. Okay, super. Vor allem unter der Kontrolle des Zeugen. Wir müssen das ist auch gut, ist aber das Spurgewehr jetzt dann nicht, ne? Wow. Ja, du hast auch nicht den Katalysator. Ja, das merkt man. Der Katalysator haut halt auch mal einiges raus. Ja. Ja, gut. Ne? Wieder Thema Geringverdiener und das bei euch als. Wie sie. Das bei euch? Ohne Wesis. Ich bin halt kein Gutverdiener. Ich bin halt nur Azubi. Und ich habe kein Geld für ein Fahrrad mehr auszugeben von, keine Ahnung, 2000 Euro oder so. Nein, danke. Hab ich. Und jetzt muss ich sagen, sieht echt geil aus. Wenn da jetzt dann noch so die Rotlackierung noch drauf ist, muss es dann alles was weiß ist, wird rot. Außer ein paar Stellen, weil die zu fein sind, das kriege ich nicht hin, die lasse ich dann halt weiß. Ich habe auch eine Stelle, habe ich sogar Gold gelassen, weil mir das so gut gefallen hat. Ich habe einfach Gold gelassen, aber das sieht man auch nicht so wirklich leider. Deswegen habe ich mir da auch irgendwie schon überlegt, ungelogen, mir einfach einen goldenen Stift zu holen. So einen Goldlackstift. Dass ich dann ein bisschen was Gold mache, aber ich glaube, das ist dann. Ich weiß nicht, ob es dann zu viel wird, wenn ich eigentlich mein Fahrrad schwarz-rot halten will, wegen meinem Outfit jetzt auch an sich. Ja. Digga, ich krieg keine einzige Medaille zusammen. Einfach zu schlecht für das Spiel, ne? Boah, Scheiße. Ach du. So viel. Wie sehen die mich denn doch? Ich bin doch unsichtbar. Das ist ja nicht mehr trotzdem, Max. Cheaten. Cheater. Ja, Cheater. Sie haben an. Ich krieg keine Medaillen zusammen, ne, Max? Ich hol das wieder schon raus.
Okay, da ist ein kleiner Bug. Die Leiche schwebt im Himmel. Perfekt, Digga. Junge, das die funktioniert so gut. Oh, Digi. Scheiße, Alter. Slash Support haben wir Cheater. Ja, Slash Support haben wir Cheater. Support! Support! Ach, ich glaube, das wird. Ich glaube, das wird mit der Playlist nix. Sag so, wie es ist. Ja, gut, der Boss hat halt einige Sachen, die. Sag so, wie es ist. Ich will da meine Munition. Ich suche mal den Matzen. Ja, nee, Matze bleibt weg. Nein. Oh, schön, ich habe mal eine Medaille bekommen. Schön! Oh, ne, nochmal eine Medaille. Schön, ich habe meine ersten zwei Medaillen hier drin verdient. Tschüss. Stimmt, ich habe die Finisher ganz vergessen. Ich glaube, jetzt müssen wir ja finishen. Hab ich ganz vergessen. Wie sprichst du wieder Messi aus? Ja, so wie es da steht, so halt so, ne? Wesi hier so. Wesi ist wie Ossi. Also soll ich es Ossi aussprechen oder was? Kern. Du sollst Ossi aussprechen. Wesi. Wesi, Wesi, Ossi. Ach, Digga. Halt einfach die Fresse. Ja, du, ich kann gerade schlechte Bilder angucken. Wenn ich sterbe und der Max stirbt auch, dann können wir dann alles in den Vornamen machen. Dass du dir sofort alles, was dir geschickt wird, anguckst, ne? Ja. Das Rex-Portal ist frei. Ja. Bisher 7 Minuten, sie macht sich taub. Und holen sie aus dem System. Ja, Frage ist nur, wie lange geht er noch? Hüter, ich bin mir nicht sicher, wie viel Schaden ich weiß. Boah, ich weiß gar nicht, ist es der Strike mit dem Sparrow-Dingsbube zusammen? Ja. Oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist der. Ich glaube, die Stelle kommen doch jetzt. Überlegt hat, ob ich da laufe und die ganzen Kleinen mitnehme. Vielleicht. Ah. Oh, nee, doch nicht Sparrow. Hä, hey, doch Sparrow. Doch, oder? Nee, jetzt nicht. Ich lass mal dich machen. Ich mach die hinteren. Gerade. Boah. Nein! Ach doch, Digga, cool. Boah. Scheiß. Ja, immer schön dran denken, die Dings da finishen. Ja. Immer schön dran denken zu dir. Warte, ich helfe dir. Ja. Immer schön finishen. Gefinished. Sehr schön. Gibt noch mal eine schöne extra Medaille. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Da gibt's halt zwei Trophäen, wenn du den finishst. Ja. Es muss doch einen halt Weg geben, diese Fäule zu vernichten. Die darf sich nicht ausbreiten. Ich werde heute so richtig schön schlafen und habe gestern so gut wie den ganzen Tag COD ausgesucht und bis in den Morgen rein, wo ich dann noch 2 Stunden vor der abgeschlafen. Ach, du ahnst das nicht. Junge, wie kann man denn nur wegen Ghosts nicht schlafen, Digga? Ich verstehe das. Na, das ist geil. Danke, ich habe jetzt keine Medaille bekommen. Ich habe dafür mehr als genug. Ach, schön. Mit dem Ding machst du sowieso kein. Achso, du hast das gerade. Mit diesem Schädel machst du sowieso schon gar nichts. Mit dem Schädel? Meinst du mein Sturmgewehr jetzt? Nee, den Schädel hier. Den du gerade in der Hand hast. Ach, damit so. Machst du schon mal gerade gar nichts. Ich hatte mein Sturmgewehr in der Hand, aber auch gut. Und ich sag's ja auch nur allgemein. Ja, ich sag's auch nur so allgemein. Voll einer. Okay, ich hab für nichts Munition. Ich hab keine. Ah, hier kommen die Sparrows. Das ist jetzt scheiße. Warum? Ich hab für nichts Munition. Uah. Wow. Weißt du, was das Blöde ist? Wir können die Gegner da nicht mitnehmen, die da sind. Was sind hier keine Gegner? So, ich bin schon an 5 Stück so vorbeigefahren.
Da sind noch wieder ein paar. Ich nehme die trotzdem mit. Oder geht es trotzdem? Schau mal ab. Das Ende ist halt mit dem Schwung, wirst du glaube ich nur nicht schaffen. Da allgemein Sprünge sind hier schwierig. Aber Fahrzeug kann ich wenigstens rufen. Boah, okay, ich hab's aber hingekriegt. Okay. Den einen Klang hiervon habe ich mitgenommen. Ah, ich bin zu da gerade auch mit. Okay, perfekt. Entschuldigung. Ah, danke. Nimm die nächsten. Ja, ich war dann mal dann an dir. Bye, hallo. Ah, ich komm gerade hinterher. Boah, Digga. Boah. Sie kommen schon von. Nee, doch keine. Ich dachte, da Gott, ich hab das Ding das erste Mal First Try gepackt. Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Oh nein. Nein. Du Arschloch, du Hurensohn! Wow. Ich hab's das allererste Mal First Try gepackt. Ich glaube es nicht. Schnell hol mich wieder, mit der Champion das gefällt nicht. Hol mich! Ja? Ja, solange der Champion kampfunfähig ist. Ja, guck, genau das meine ich, Selina. Das, was du jetzt gerade gemacht hast. Gut, dass du das hast. Finishen. Das wollte ich wissen. Du, das hast du. Das hast du. Natürlich, ich habe alles. Achso, genau, was ich euch sagen wollte. Ne? Ich habe halt nur wegen diesem Fahrrad das Gym heute saußen lassen. Aber ich gehe morgen. Ich hole dann morgen meinen Tag nach. Und am Mittwoch gehe ich dann auch dann ganz normal. Sehr schön. Boah, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Arbeit das jetzt drin sind. Ich glaube, heute Morgen eine Stunde. Gestern irgendwie 2 Stunden, boah, ne, länger als 2 Stunden. Ich habe keine Ahnung, Leute. Da stecken gefühlt 10 Stunden Arbeit jetzt schon drin. Fast, Alter. 8 Sekunden noch. Und bin wieder da. Ich sehe nichts. Ist ja auch nichts. Sind noch nicht lange hier. Ich bin fast tot. Tschüss. Ich hab's. Das sind perfekte Verbündete. Nein, du bist doch so ein Arschloch, Digga. Danke für deine dumme Druckwelle. Danke. Wenn wir länger gewartet hätten, wäre es noch schlimmer geworden. Ja. Okay, ich fühle es halt anders. Ich bin auch dabei, so Clips zu sammeln und mir dann mal was so zusammenschneiden zu lassen. Ja, warum, ne? Boah. Alter, was ist sie hat das? Es wird gesagt, ja, ich war sofort bannen, Selina, ich bann dich jetzt mal. Ja, dann bann ich mal, dann bann ich. Dann probier's halt so, ne? Oder nee, das erstmal für 300 Sekunden auf die stille Treppe. Ja, okay, dann rede ich jetzt halt einfach mal so nix, okay? 300 Sekunden ab jetzt. Alexa, Timer 300 Sekunden. Ah, nein! Alter, ich krieg den Champion da oben nicht tot, ne? Weil der all seine Scheißkugeln neu bekommt. Die Technik ist aber ganz gut. Nein! Alter, ich komm halt nicht da hoch. Den zu finishen. Guck, jetzt macht er wieder seine Kugeln. Die kriegt er jetzt die ganze Zeit. Hey, ich hasse Überladungs-Champions. Warum müssen die Typen das unbedingt sein? So, hast du einen Stunt? Mhm. Aber sehr schön. Boah. Und Alter. Scheiß Portale. Oh, komm neue. Dass ich näher bin. Oh, Ogre. Ogre. Achtung, Ogre.
Und die zählen auch mit Finisher. Digga, Alter. Session. Oh, 165.000 Punkte. Jetzt kommt der Boss. Und das wurde ja jetzt auch noch mal einiges. Ja, ja, ja. Sollte das jetzt wirklich durch die Seile mitnehmen. Junge, Alter. Wie dumm kann man eigentlich sein? Das ist der Zugriffspunkt. Schaffen wir den Besessenen aus dem Weg, bevor er einen Weg zum Cloud Arc öffnet. Jo, die Schlacht. Alexa, stopp! Digga, ja, endlich, Junge, Leute! Kevin, ich hasse dich, Digga! Du bist so ein kleiner Piep! Ohne Witz und ja, ohne irgendwo runterzufallen, das ist halt einfach kein Destiny-Gameplay, ne? Digga, 5 Minuten können so lange sein, ne? Das ist. Tschüss! Junge! Verkumpel! Kumpel war so. Ohne mein dummes Gelaber zwischendurch, hä, Leute, scheiße, was? Endlich mal ruhig. Ja, ach, Digga, hat das die Fresse. Ich habe eher das Problem, Gefühl, dass wir von der Zeit nicht hinkommen. Max. Ja, wenn wir nicht gestorben wären. Na. Das war nicht so viel. Halt ganz schön viel. Der Mittelboss braucht halt ganz schön viel Zeit. Jetzt fehlt halt einfach der Schaden jetzt. Na ja, gut. Du hast Chatlesen nachzuholen. Was bist du für eine schlechte Streamerin? Ey, ich hab doch die Hälfte nachgeholt. Und ja, das mit dem Sex, ne? Digga, Kevin, ich würde mal die Fresse halten, ne? Einfach mal so. Ansonsten kommst du mal hier auf die 300-sekundige Strafbank.
Wir haben jetzt schon zu Lina. Ja. Ja, komm, super drauf damit. Wir müssen alles Schaden machen jetzt irgendwie. Digga, diese dummen Schilder aber auch die ganze Zeit, ne? Aua. Ach, der hat sich nachladen erstmal noch. Sicher. Digga, Kevin, lass dieses scheiß Wort jetzt, Digga, ohne Scheiß. Ich glaube, ich muss das mal timeouten da. Dieses Wort, beziehungsweise sperren. Nicht schon, bin ich ganz ehrlich. Ach komm, Alter. Was hat das denn jetzt? Bist du? Ich verstehe aber auch nicht, warum ich so Klassen suche. Und was bekomme ich? Kein Titan. Komm, wir bekommen gar niemanden. Meine ich doch. Oh ja, und wir haben schon nur mal die Hälfte der Zeit. Punkte. Schade. Ja, ich kümmere mich um. Ich hab dieses Ding ja gar nicht in der Hand. Oh, mein Auge. So, sind fertig. Ja. Da ist jetzt wirklich immun. Oh Gott, ist er wirklich immun, der kleine Hundesohn. Dann nehmen wir ihn. Jetzt, wo die Super schon weg ist. So, ich habe jetzt keine Munition mehr. Ah! Schwer, was ist leer? Also sind hier wieder eine Golden Gun oder so? Ich hab nur Bogen. Ja. Das geht auch so. Naja. Okay. Ja, wenn nicht dieser dumme Schild. Ja, dann nervt er echt. Digga, dieser dumme Schild, ne, der geht fuck mich so ab. So, meine ganze Munition ist auch leer. Wir haben noch zwei Munition. Na, dieser auch weg. Oh ja. Oh, da liegt. Ey, alleine 200.000. Und wir haben Punktabzug gehabt und alles. Ey, Punktabzug ja. Nicht, aber nur noch die Hälfte von diesem Dingsbumskirchen. Ja. Boah. Wäre wahrscheinlich möglich. Das. Wäre echt möglich mit dem. Wir haben nur 15.000 Abzug. Na? 15.000 Punkte grober Abzug. Ne, 10.000 sogar. 10.000 Abzug. Wir werden theoretisch so gesehen bei 210.000. Boah. Der ist so oft nicht abwesend. Da schüren die 300 Sekunden auch nicht. Ja, ja, stimmt, Kenny. Da hast du dann auch wieder recht. Das Auto gut, das kommt. Ja. Da sieht man mal, ne, Kevin? Keine das heißt, mehr Champions finishen. Das holt mal Punkte raus. Ja. Mehr finishen und wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen definitiv mehr Leute, Alter. Aber wenn wir halt noch einen zweiten bekommen, mich, der auch die 100.000 Punkte schafft und du 50.000 Punkte schafft, könnte hinkommen. Aber ist schwer. Ja. Ich verstehe auch nicht die ganze Zeit. Ah ne, ist schon erledigt. So, du schätzt, dass der ja so viel am Fahrrad rumgemacht hat, Digga. Geh ich jetzt doch da. Also das zieht auch schon an den Kräften. Ah. Hat schon was gibt bei mächtigen Champions.
Wieder keiner. Ich suche Klassensuche. Aha, jetzt. Ja, mal. Ein Hausbrand. Interessant. Nee, kein Hausbrand. Da hinten irgendwas. So, ich bin mal gespannt jetzt. Okay, doch, Hausbrand. Berichten mir, dass die Einheiten der Schattenlegion plötzlich Kevin, warst du da vorne mit dabei oder warst du im Background? Das würde mich jetzt da mal so interessieren, du. In die LED. Alter Junge, du blöder. Natürlich willst du mit dem scheiß Granatenwerfer rum, Alter. Hau nichts Besseres zu tun. Ja gut, aber es gibt ja trotzdem auch Trophäen bei dem Granatenwerfer. Trotzdem, Alter. Geht mir ums fucking Prinzip. Ich brauche einen Kevin im Team. Ganz klare Sache. Ja, komm her. Nee, ich bin noch da. Da, Champion. Schieß kurz drauf. Schieß kurz mit drauf. Warte. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich bin bei mir hier. Hä? Wie doof? Hier, bei mir. Schnädel. Ja, hab drauf geschossen. Okay, sehr schön. Dass du halt auch die paar Punkte bekommst. Lass den Typen einfach machen, Alter. Auch wenn ach so, ihr. Oh, voilà. Ja, ihr. Wir haben natürlich den dümmsten Team bekommen, den man hätte bekommen können. Aber gut. Was willst du machen? Okay, inwiefern einen Kevin, welche Kevin-Arten? Es gibt ja verschiedene Kevin-Arten. So ein richtiger Loster-Kevin, der einfach nichts reift. Also so wie Kevin Netz. Ist. Der ja, Kevin hier im Chat. Wie das oder... Das bedeutet, sie könnten das Netzwerk infiltrieren und auf den Schleier zugreifen. Die Besessenen sind unerbittlich, vor allem Alter. Unter der Kontrolle des Zeugen. Wir müssen da rein und sie aufhalten. Das war richtig Krise. Das sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Oh, bitte sag mir, super, bitte bring mir irgendwas, bitte, Bruder, Maschallah, bitte bring mir eine Medaille, es bringt mir doch, da ist die Medaille, da sind, sehr schön. Eins, eins, zu, Sicherung. Schwere Waffe zu helfen. Ich weiß nicht, ich glaube aber wir waren weiter schon. Wir waren der weiter schon stand. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er mit 80.000. Ich weiß nicht, ob er mit 80.000 hier rausging oder. Wir sind mit 80.000 hier rausgegangen, das weiß ich. Okay. Na, dann gucken wir mal. Aber. Das ist mir nicht in. Oh Gott, das ist ja der Boss. Nein, Hilfe! Der Boss! Hilfe! Ich kann nicht. Habt ihr wenigstens den Typen gefinisht? Ich hab den die Animation gemacht, ich weiß aber nicht, ob es gezählt hat. Egal. Schade. Schade, wenn nicht. Das hat. Ich weiß halt nicht, wie viele so eine Medaille, wie viele eine von den Medaillen gibt, das würde mich halt mal interessieren. Ja. Ich mach beim nächsten Mal drauf achten. Kann man den Boss finishen? Nee. Bist zumindest nicht. Ja, ich wollte es probieren, aber hat mir nicht so funktioniert. Ist denn ja noch ist der dafür nicht low.
Yes. Ich würde sagen, es funktioniert nicht. Magnus, würde mich auch mal interessieren, wie viele das gibt. Ja, machen wir uns nicht vor, aber es funktioniert bei mir nicht. Ich sag's dir nur, es sind 13 Tote weniger. Aber wir kommen ihnen hoffentlich zuvor. Ja, das ist viel, ja. Wow. Aber, na gut, das hätte man noch nicht so heißen, ne? Na gut, wenn du aber so ein Vollidiot hast. Ich würde sagen, einen richtigen Kevin. Kevin, wessen Vater auch Kevin heißt, mit dem richtigen Kevin. Digga. Also ein richtiger Kevin, wo auch schon, wie gesagt, der Vater Kevin heißt. Ja, okay. Schönen Finishen. Ja. Entweder 500 oder 1000. Aber das hat ja nichts zu heißen, nichts damit zu tun, weil Punkte sind Punkte. Yep. Mann! Ich hab ihn bekommen. Ne, ich hab ihn nicht bekommen. Oh. Ich hab auch nicht bekommen. Die mit bekommen. Aber ohne Finisher. Ich verstehe auch nicht, Junge. Warum gießt man auf den Nein. Wein, hat dann auf den drauf? Lass den so finishen doch. Diese Fäule zu vernichten, die darf sich nicht ausbreiten. Ich verstehe sowas manchmal wirklich nicht. Verstehst du auch nicht, wenn der doch sieht, dass wir aufhören zu schießen. Nein, da schießt man noch mehr ist, drauf. Das kriegst du im ersten Moment nicht mit. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, die. Das Problem ist halt, die guten Spieler. Die haben das Ding jetzt schon alle. Mann! Das ist halt das Problem hauptsächlich. Die spielen halt auch nicht mehr den Playlist. Jetzt wollen nur noch diese Vollidioten, glaube ich. Wie der da. Und wir. Wir ja nicht. Aber solche Typen wie der dann. Ja, wieder, ja, ich weiß. Es ist so, wenn ich nicht einmal runtergeflogen bin, war es einfach kein richtiges Destiny-Gameplay bei mir. Sag, so ist es. Wenn ich mal nicht runtergeflogen bin, dann. Ja. Okay, die habe ich. Ja, dann kallt du die also. Einfach alle. Nein! Oh, wegen diesem Scheiß. Ich bin auch tot. Ich bin an der Kanäle geblieben. Das zweite Mal, wo wir hier runtergeflogen sind. Der kriegt jetzt die Champions, alles schön. Och, Digga. Ich hasse das. Oh, jetzt können wir alles wieder nochmal neu farmen. Neu farmen. Ach, guck, und jetzt ist er tot. Naja. Wir brauchen uns nichts vormachen, wir kriegen es nicht. Nein. Ich verstehe nicht, wie das die anderen bekommen. Außer wenn du höheren Rang läufst. Aber da weiß ich halt nicht, ob das zählt. Aber da sind wir zu niedriges Power Level. Ist er wieder gestorben oder? Keine Ahnung. Ich hab da nicht drauf geachtet. Ja, weil der so lange da liegt. Okay, haben. Digga, das ist so gut. Jawohl, Digga. Ich mach einfach gar nichts außer runterfallen. Und ich habe für euch schon wieder Content produziert für meinen eigenen Dummheit. Die Besessenen sind noch nicht lange hier und haben es trotzdem geschafft, ja. Die Kontrolle über dieses Wechselnest zu übernehmen. Das sind perfekt. Das ist so, ja. Sie befallen alles, was sie zu fassen kommen. Er hätte schon gern bekommen, das Ding, aber. Wenn wir noch länger gewartet hätten.
Mir ist noch schlimmer geworden. Warum ist nichts vormachen? Aber darüber will ich gar nicht nachdenken. Ganz ehrlich. Besessener. Zu zweit könnten wir es, glaube ich, wirklich halt sogar hinbekommen, bin ich sehr der Überzeugung, aber... Fehlerschaden, aber... Es wird leider Gottes nochmal wieder Schaden. Ja. Und würde ich meine jetzt nicht so oft sterben, was ja, jetzt! Warum kann ich die nicht finishen? Warum? Der ist so low. Nein! Ich mach nix. Ich wollte mich mal nach oben. Ich muss den Champion noch holen. Ich konnte den nicht holen. Ey, ich will nicht nach hier oben. Achso, du bist schon hinten. Bist du noch da unten? Ja, ich bin noch da unten. Mann, ich komm nicht hoch. Ja, komm, fick dich doch, du Wichser. Karne! Ist der schon weg, gespawnt? Nein. Dort ist er weg. Ah, ist er gerade im Weg gespawnt. Das ist der Zugriffspunkt. Ich wollte nochmal nach unten springen und dir helfen. Ja, wir kriegen sogar noch weniger Punkte mit Teammate. Und wir waren auch noch im Zeitverzug. Deswegen. Schmutz. Das ist mein Spruch. Ja. Und ich sterb die ganze Zeit. Digga, weiß ich hab Hunger, Kenny, und dann kommst du mit zum Kinderpinguin um die Ecke. Digga, warum hab ich denn jetzt Hunger? Ich habe keinen Hunger, ich bin einfach nur enttäuscht. Ich hab enttäuscht, ich habe einfach keinen Bock auf die Scheiße. Bis in den Tint. So Spaß macht es ja schon, so ist es jetzt nicht. Aber macht halt dann wiederum keinen Spaß, wenn man eh weiß, man kriegt es nicht hin. Ja. Nicht aus dem Aspekt, dass wir scheiße sind, sondern einfach aus dem Aspekt, wir kriegen es nicht hin, weil wir es nicht schaffen. So, ungeheuer. Bei mir ist so der Aspekt, einfach zu scheiße für das Spiel. Ah, das sieht's noch nett mal. Also wenn ich mir da meine Punkte angucke und deine Punkte angucke. Ja gut, aber ich rush halt auch rein wie ein Verrückter. Siehst du? Kannst du ja auch nicht wirklich direkt vergleichen miteinander. Sag dir, dass ich jetzt sogar weniger Punkte habe als vorher. Ja, weil du mit den Teammates jetzt auch noch drin haben. Deswegen wirst du weniger Punkte haben. Gut, ich jetzt gerade 30 Jahre. Ah, ich bin jetzt Teammate auch noch. Super. Überlebe einfach. Ich bin die Vorstellung von diesem schönen, frischen Kinderpinguin über die. Digga, halt die Fresse. Ich meine, ich esse Kinderpinguin sowieso nicht gerne, aber trotzdem, ich habe einfach Hunger. Ach, da bist du. Sag so, wie es ist. Boah, ohne Scheiß, ich hoffe, dass es morgen wieder das Sunny gibt im Seminar. Sagst du, weil wir letztes Mal so gut. Ja. Weil das letzte Mal beim Seminar gab es auch am ersten Tag nicht Rigatoni, doch Rigatoni, das ist doch Rigatoni und Bolognese Soße und am zweiten Tag gab es dann Lasagne. Am dritten Tag gab es Schnitzel. Pommes, nicht Pommes, was war das? Ich weiß nicht mehr mit was, aber jedenfalls gab es Schnitzel mit Rahmsoße. Ich dachte gerade schon der eine. Ah ja, genau, Schnitzelschwester in Rahmsoße gerade am dritten Tag und dann war das Seminar vorbei. Deswegen denke ich mal, dass die dann jetzt an dieselbe Reihenfolge wieder durchgehen. 80.000 Punkte. So schlecht lief es doch nicht. Sind wir schon wieder bei fast 200.000. Wir haben noch 5 Minuten. Zeit, ist ja immun. Schon mal einiges gemacht. Oh ne. Nee, das ist unser Schild. Doch, ist immun. Kleine, ich will die Kleinen. Ich auch, habe ich aber eine Super noch. Na, das reicht nicht. Schade. Ja, mach schon. Batz, batz, batz. Batz, batz, batz. Batz, batz.
Batz, batz. Ja, ich bin schon wieder fast tot. Batz, batz, batz. Der Tod erholt mich. Der Tod erholt mich. Batz, batz, batz. Nee, er holt mich doch nicht. Ich habe überlebt gerade. Boom, boom, boom. Boah. Oh, kein Mutsim. 200.000 Punkte. Du kannst halt bei den, vor allem bei hier diesen kleinen da, kannst du halt am Ende richtig Punkte rausholen, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ja. Haben wir dann gerade einen Champion? Ah ne, das ist nur hier so einer. Er guckt 210. Ich sogar, guck mal, es lief sich sogar doch besser am Ende. Also das tut bestimmt. Wird schnell wieder. Ja. Deswegen, jetzt hätte mich halt zum Beispiel was interessiert. Was hätte so ein Makellos-Ding gegeben? Weißt du? Einfach nur mal so aus Interesse, was das bringt. Ja. Ja, meine ich jetzt. Ich will tatsächlich sogar gerade noch irgendwie die Zeit auskosten lassen. Ich hoffe, dass noch mal was nachkommt. Das geht aber mit dem Team nicht. Was soll der drauf schießen? Wollen wir nicht schießen? Zeitlich haben wir noch über 3 Minuten. Also schieb ein bisschen mit drauf, dass es ein bisschen schneller geht. Nee, war keine Spezialmutter. Aber ich glaube fast schon, es kommt. Naja, das glaube ich auch. Schade. Diese letzten paar Punkte. Hey, aber wenn jetzt wissen wir wenigstens selbst mit so einem Teammate, klappt es ganz gut. Das heißt also, wenn wir ein richtig gutes Teammate bekommen, was richtig Medaillen macht und so. Ja. Und klappt. Ja, das halt sogar doppelt so schnell klappen. 214. In diesen 35 Punkten. Wir sind zurück im Geschäft. Aber die Verteidigung steht wieder und die wir haben sogar einen Champion vergessen. Den haben wir bei mir sogar bei 220 fast. Musst du noch bedenken. Ach, komm, wir probieren das makellos. Sag so, wie es ist. Wie viele Punkte habe ich? Warte, ich will gucken, wie viele Punkte ich habe. Warte kurz. Nicht liefen. Ja, wahrscheinlich schon zwei. Junge, ja, guck, sag ich schon. Selbst ein Teammate hat mehr Punkte als ich. Der fucking Teammate. Warum hat er so viel? Ich habe auch noch mehr Medaillen als er fast. Wie hat der so viele Punkte, Digga? Ich bin einfach schlecht. Ja gut, er hat doppelt so viele Kills wie du. Wenn das dann noch hochrangiges alles sind. Ah, trotzdem. Das macht schon alles halt aus. Was ist denn? Milchschnitte magst du kriegen oder diesen Nestle-Ding? Welches Nestle-Ding? Milchschnitte esse ich ganz gern, muss man schon sagen. Und Maxi King esse ich auch echt gern. Oder dieses Kind. Und dann. Ich lade ja auch. Diese Schock. Heißt den Kinderschock? Ist das so? Das heißt Kinderschock. So ein kleines Ding, umhüllt mit Schokolade und innen drin ist, keine Ahnung, irgendwas Weißes. Irgendwas Weißes, das klingt schon wieder so falsch. Schmeckt so geil und sieht auch so wie so ein Bär oder so. Ach, Digga, keine Ahnung. Das heißt doch Kinderschock, oder? Ja, ich muss pissen. Nee, ist doch noch nicht so. Meine Truppen berichten okay, was ich auch gern esse, ist Kinderjoy. Ueno sowieso. Darum arbeiten die Verteidigungssysteme von Neomuna wahrscheinlich im Offline-Modus. Ah, keine Ahnung, aber was ich am allerliebsten esse, ist weißes Bueno. Weißes Bueno ist einfach beste. Ich bin kurz davor, vor mir jetzt noch einen Eiweißshake zu machen, ne? Ich hab Hunger. Mach dir doch einen. Vor allen Dingen die Proteine brauche ich sowieso.
Oh, was war's, Leute? Ich bin gleich wieder da. Ich halte gleich, ich hab Hunger. Ist das Besessenenfäule? Die Schattenlegion drängt die Besessenen in dieses Wexnest. Das Wexnest nutzt einen ähnlichen Zugang wie das Clawdark. Das bedeutet, sie könnten das Netzwerk infiltrieren und auf den Schleier zugreifen. Die Besessenen sind unerbittlich, vor allem unter der Kontrolle des Zeugen. Wir müssen da rein und sie aufhalten. Leute, ich bin wieder da, so halbwegs. Digga, ich hab mir so neben eine Plastik weggeworfen. Ich hab mir noch zu was mitgenommen, Digga. Hunger, ja, das schütteln. Oh, ich hab Hunger. Eiweiß Shake, perfekt. Und wenn ihr euch fragt, warum diese Milch, ganz einfach, sie hat einfach so gut wie keine Kalorien. Und man merkt den Unterschied dann nicht mal. Ungelogen. Du hast schon gut den, was im Magen gerade so haben, ne? Oh, Scheiße. Und weh, es kommen jetzt irgendwelche Kommentare so, du willst doch, ich bin Eiweiß, Shake oder sowas, in deinem Proteinbedarf decken, ich krieg's anders auch nicht hin. Ich krieg's über meine normale Ernährung, krieg ich mein Eiweißbedarf nicht richtig gedeckt und. Das ist eigentlich immer mein Nachmittags. So, mach so kurze Zeit wie jetzt. Und das ist mein Nachmittagssnack. Eigentlich immer auf der Arbeit. Morgens ist immer so Cheese String, Babybell und Milchbrötchen. Das ist mein Frühstück. Mittags sind Skier. Mit Obst drin und so. Und dann. Ey, ich hab den gefinisht. Was schießt ihr voll Idioten denn weiter drauf? Alter, das war gerade so unnötig, ne? So eine unnötig verschenkte Medaille. So, ja, genau. Oh, nachmittags dann den Shake immer. Aber heute Morgen habe ich schon immer Cheese-Chicken oder Baby oder sonst irgendwas gefressen. Dann habe ich halt beim Seminar was gegessen. Und das heißt, das ist ja sowieso nicht so viel, weil ein Steak hat halt mehr Eiweiß als so eine Bolognese-Soße. Ja. Ich hasse diesen Boss, ganz ehrlich. Erstmal Servus, Felix. Das Wexportal ist wenigstens nicht tot. Folgen wir den Besessenen und holen sie aus dem System. Ich dachte, Vanessa ist so eine Milchschnitte. Ach, stimmt.
Stimmt. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Schaden diese Besessenen. Selina, solange wir jetzt nicht sterben. Mal makellos vielleicht hin. Ich bin gestorben, weil der Boss mich runtergeschubst hat und ich bin am Anfang gespawnt. Ich kann alles zurücklaufen, weil mich der Boss runtergeschubst hat. Digga, ich kann. Oder bin ich eigentlich gestorben? Doch, bin ich gestorben, ne? Ich hab nichts mit Todesanimation. Hat er mich da. Warte mal. Warte, hat er mich da nur. Warte. Er hat dich da nur runtergestoßen zum Anfang. Hat er mich nicht? Nee, hat er mich echt nicht! Nein! Das ist ein Clip wert! Hat dich echt. Da hat mich du. Wie geil ist denn das? Ich bin nur runtergestoßen. Ja, nett. Ja, aber ich kann jetzt alles durch hinlaufen, ne? Ich komme nicht zu euch. Es gibt Schlimmeres. Was soll ich zeigen? Ein Shake. Bitteschön. Oh, Werbung an der Stelle. Ey Junge, dieser Teammate regt mich langsam wirklich auf, ne? Ey, das kann doch nicht sein. Das ist jetzt schon der fünfte Scheiß-Champion, den der unnötig tötet. Ja, jetzt bin ich tot sowieso. Weil der Scheiß-Teammate mich blockiert hat. Ey, dieser dumme Wichser, Alter, mir reicht's langsam mit dem. Weg geben, diese Fäule zu vernichten. Die darf sich nicht Fleisch. Junge, bleib weg hier. Von mir, du Fotze. Weg! Max! Du sollst von mir wegbleiben, Alter! Das ist ein dummer Wichser, Alter! So, wie viel Schleichwerbung hier einfach in kurzer Zeit verbreitet wurde, warum? Ne, ich kann halt. Ja, okay. Das Ding hier gibt's einen Penny. Und hier einmal. Und Milchbrötchen ebenso vom die Haare schmieren, Penny, toll. Aber da seht ihr gerade nichts. Echte Schleichwerbung? Nein, nicht den Shake, dass er dich nicht runtergeschubst hat. Felix, das ist gerade live im Stream passiert. Ich weiß gerade echt dein Problem, die spule halt zurück. Ich hab gerade bei mir selber gerade zurückgespult. Da beim YouTube-Dashboard, da habe ich es halt gesehen. Ich hab mich nur zurückgeschubst, nur runtergeschubst. Und zum Anfang irgendwie. Und durch das bin ich halt nicht verreckt. So unnötig, ne? Dafür können wir uns jetzt sowieso trotzdem magellos in die Haare schmieren. Ja, leider. Weißt du? Also, da hat mich ja runtergeschubst. Felix, also das ist nicht schlimm, denn ich hab mich heruntergeschubst. Bin ich heruntergeschubst, aber ich hab gedacht, dass ich verreckt bin. Bin ich aber nicht. Weißt du was, Alter? Lass es. Lass es einfach. Kaffee ich, Alter. Ich geh langsam die Krise. Oder dich heruntergeschubst, oder? Nee. Für diese scheiß dämliche Wichsfreunde. Ja. Wo ist mein Sparrow? Ganz neu, Ruf. Hey, jetzt bewegt euch mal nicht. Machst du die? Okay. Ah, ich bin schon dran. Na gut. Bist du jetzt verrückt oder der Teammate? Ich nicht. Ach, du wolltest aua, 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 ja. Au. Ich bin schon gewundert, warum du die überhaupt machst. Mhm. Ich verstehe schon den Grund, aber. Mhm. Ich habe ja trotzdem zwei Medaillen bekommen, also es ist nicht so schlimm. Alles für die Punkte.
Was ist immer, wenn die nachher einen einzigen Punkt finden, dann denkst du denen so, hätte ich doch lieber da diese Dinger gekillt und bei dem Sparrow fahren. Dann ärgerst du dich. So, ohne die hier tote Alte sind. So. Ja. Ah! Nein! Oh nein! Du kannst ruhig sterben, das bringt sowieso nichts. Wie? Digga, wie? Der Typ macht jetzt sowieso wieder kalt. Ich krieg nicht die Punkte. Bin finish. Ja, ich bin nur runtergefallen, also ich bin nicht gestorben. Ich hab mal einen Finish bekommen. Zweimal so Lack gehabt, ne? Ich hab so Lack gesoffen. Ich glaube, weil ich mein Fahrrad lackiert habe mit Lack. Das bringt mir gerade richtig Glück, ne? Beziehungsweise richtig in Lack. Alter, sind. Nein! Nein! Mann, ich hab keine Lust mehr, Diggi! Hallo. Nein, weiß ich nicht. Das war kurz. Felix. Also, du bist jetzt selber dran. Dann, was heißt selber. Was heißt selber dran schuld? Ich. Felix, ich hab das zeitnah. Hab ich. Nichts bisher, ein bisschen. Ich hab das zeitnah, wo wir das dann da hatten, dies, das, Ananas mit Magelos, also nicht sterben und so. Habe ich dann bei mir dann geguckt, ob du was mich eine Runde geschützt hast oder ob ich verreckt bin. Das war alles zeitnah. Felix, ich kann dir doch jetzt nicht mehr sagen, bei wie viel der Minute das im Stream war, wo soll ich das wissen, kalt. Das war bei diesem einen Zwischenboss. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, Felix. Felix, hast du eigentlich doch erst schönes in der Schulferien? Stimmt. Stimmt! Max, behalte die Nerven, zu viel aufregen macht ein schneller Alter. Hast du recht. Siehst du, Max? Selbst Kenny sagt, du sollst dich nicht so viel aufregen. Oh, dann wollte ich jetzt eigentlich finishen. Egal, komm. Bitte, bitte. Hallo, finish doch! Nein, den wollte ich doch finishen! Ach. Ja, den anderen. Okay. Also den anderen, keine Sorge. Denn da oben, den Champion, habe ich leider nicht bekommen. Ich wollte den auch finishen, aber. Na gut. Boah, wir sind aber gar nicht mal so schlecht von den Punkten her. Ich weiß. Deswegen, es ärgert mich jetzt schon ein bisschen mit dem Nagel los. Aber wir sind jetzt eh schon alle so oft gestorben, jeder mindestens einmal. Also ich bin fünfmal verreckt schon jetzt hintereinander. Es wird früher oder später eh zu kommen, weil wir kriegen glaube ich keinen. Egal. Bald Todeskompilation. Danke. Todeskompilation. Ja. Ich glaube, da kommt auch dann ein Clip. Ich hoffe, dass das erste noch in diesem 70 Sekunden Zeitraum drin war, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war älter. Ich glaube, das war länger her wahrscheinlich. Schade eigentlich. Das ist, weil ich da nicht wirklich drauf geguckt habe. Das ist so, gestern sind auch so viele geile Sachen einfach passiert. Bisschen was? Gestern, das war so ein richtig geiles Commentary, was wir da abgeliefert haben. Max und ich haben halt einfach so für uns geredet. Digga, das hätte Liga-Gameplay sein können in dem Punkt. Ja, Alter. So haben wir wieder rüber gequatscht und keine Ahnung, das war so richtig geil einfach. Liga. Das war ein richtig geiles Destiny-Commentary. Auch weil wir ja eine Runde privat gespielt haben, die ganz gut lief. Ja. Aber da einfach die Punkte gefehlt haben. Deswegen ist es nicht so, an Skill fehlt es uns ja an sich nicht. Also bei mir schon. Ja gut, aber das kann ich ja wieder ausgleichen, prinzipiell so gesehen. Ja, aber es fehlt uns halt einfach komplett an Punkt. Ich glaube auch, selbst jetzt kriegen wir es nicht hin, bin ich ganz ehrlich. Sag niemals nie.
Wenn ich Spezialmunition bekommen würde, könnte ich das hinbekommen. Ja, ich tu gerade mit. Digga, ich kann nicht springen! Tibet, lass doch die Griffel weg. Okay, ich hab's noch bekommen. Na, ja, ich sterb doch sowieso gleich wieder. Ja, ich okay, ein Finisher bringt 500 Punkte. Na gut, ne? Ich hab ein paar gemacht. Ey, ich trinke gleich. Ich brauch mein Milchbrötchen. Und diese Dinger, ich schleife einfach und diese Dinger vom Ikea sind einfach geiler, diese Klick-Dinger da, ich schwör's euch. Mann, kann mich jetzt hier mal mein Milchbrötchen in Ruhe mal aufmachen, damit ich es fressen kann, Alter. Ich hab Hunger. Ja. Mann! Hat mich ein Schiffung gehabt? Okay, ich habe hier Spezialmunition. Perfekt. Meine, jetzt wird gekillt! Meine! Die werden Finger weg! Meine! Oh Gott sei Dank, das hat gereicht. Mann! Was ist denn los mit mir? Ich glaube wirklich, dass ich noch Muskelkater habe im Bauch, die sind zum Rumschreien. Ich schwör's euch. Nee, ich spare mir meine Spezialmunition auf. Die ist mir wichtig. Okay, zeitlich ist schwierig. Krieg mal hin. Noch mal, genau. Zeitlich ist schwierig. Tatsächlich. Überzeugung. Hm. Boah, ne, das ist auch aber ich denke jetzt gerade noch mal so krasse Serien. Hin. Oh Gott. Tod. Oh Gott. Oh Gott, den Teammate wieder. Mhm. Ja, jetzt geh doch mal vorwärts. Oh. Spul selbstungsfähig, was los mit dir? Danke. Danke. Was? Penny, dass du mich auch ein bisschen verteidigst. Danke. 216. Geiler als es, ja. Definitiv. Ja. Okay, ja, alles gut. Okay. Alles gut. Ich hab grad, bei mir hat gerade erst so ein Bob geleckt und ich dachte so, scheiße, was ist denn jetzt los? Server abgeschmiert oder was? Nein, jetzt bin ich gestorben. Komm, ich hätte so eine gute Serie hinlegen können. Also gut, ich hab mal dieses Argus-Ding, ich hol dich gleich hoch. Ey. Die Scherben sind wieder nicht sterben. Boah, danke. Ist, ey, 25.000. Na, das ist halt wirklich. Ah, das ist wirklich ärgerlich. Oh Mann, du mit deinem dummen verfickten Schild, Digga, du regst mich auf, du dummer dreckiger Nut. Ist gut. Mann, was ist denn das jetzt schon wieder? Ich sehe nichts. Haben wir ihn jetzt? Ach Gott sei Dank. Wie viele Punkte hat man? 225. Ach, Schmutz! Und wir sind zurück im Geschäft. Die Verteidigung steht wieder und die Besessenen sind wir los. Schmutz. 225, schade. Ja, Digga, du lachst, Digga. Ich bin wahrscheinlich Letzter, wie immer, ja. Ich habe immer meine 27.000 Punkte. Max, wie immer, seine 165.000 Punkte. Digga!
Max! Ich war Runde zu Runde ja steigern. Was ist denn da los? Ja, wir sollten vielleicht nochmal eine Runde spielen. Vielleicht kriegen wir es hin. Das wird ja von Runde zu Runde besser, also. Wie sag ich hier? Wir müssen einen guten Nein! Team mitbekommen. Och. Was denn? Hast du zufällig was im Tempus bei dir rumliegen oder so? Danke. Das krieg. Digga, das krieg auch nur ich hin. Okay, pur schmeckt Kokosmilch nach Kokosmilch. Also wenn da das Shake da nicht mit dabei ist, schmeckt man den Kokos. Aber ich bin irgendwie trotzdem gut. Ey, es ist so ärgerlich. Ey, 25.000. Das sind 10.000 mehr als das letzte Mal. Ey, es ist so ärgerlich. Ne? Yep. Ja. Woran liegt es? Hä? Sag ich ja, jetzt würde mich in Makulus interessieren. Ob das vielleicht sogar nochmal 10.000 Punkte rausreißt. Weil Makulus ist. Gibt bestimmt nicht wenig Punkte. Wahrscheinlich, ne? Überleg gerade, auf was ich wechseln könnte. Ja. Achso, sehr gut gemacht, Selina. Ja, ich weiß, danke. Ich weiß. So, Uhr ist full. Ah, Handy ist full. Ah, gibt's was Schöneres? Wenn die Geräte full sind. Full House. Hm. Es lief so gut jetzt, Alter. Meine Truppen berichten mir, dass die Einheiten der Schattenlegion plötzliches Interesse am Steige uns, steigere uns, als. Step by step. Wahrscheinlich im Offline-Modus. Aber diese Dreckskerle von Vex stecken ich lass doch selber machen. Auch zu tief in die Interna der Stadt. Ja. Junge, der Typ soll die Hunde in Ruhe lassen. Ich mache gerade da oben was. Ja, ich meine auch nicht dich. Mir ist schon klar, mit welcher Waffe geschossen wird, dass du das gar nicht sein kannst. Jetzt wo ich schon öfters Destiny bei euch gesehen habe, will ich mir über die Hintergrundgeschichte wissen. Ja, Max, erzähl mal ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte. Ich habe davon keine Ahnung. Geschichte. Bin ich in der Grundgeschichte von Destiny. Bist du ein bisschen eher in der Materie drin als ich. Finishen. Ja. Ja. Warum kriegst du eigentlich ständig immer die Finisher, Digga? Will ich die Taste spenden, wie verrückt da. Ist ja gut, ich lasse es einfach, ich probiere es gar nicht. Du kannst das ruhig machen. Ich krieg die Finisher eh nie. Ich tue die Taste halt nur wie ein Verrückter verdrücken, Alter, wenn ich den sehe. Okay, das hat gerade auf was gebracht, die da zu finishen. Okay, ich finish einfach alles. Ja, Finisher bringen allgemein was. Ich weiß nur, dass ich... was heißt, ich weiß nur, dass ich... Ich merke nur, dass ich die Taste zu wenig drücke. Nein! Manometer! So viel weiß ich nur. Oh. Mann, Max, ich wollte Nagelos probieren! Ja, ich habe auch nicht erwartet, dass mich drei von den Nahkämpfern angreifen. Es wird so oder so einer spätestens bei dem Sparrow-Teil sterben, Selina. Nee!
Ach, Schmutz. Ist das? Selina, es wird so oder so spätestens seiner gestorben. Ich mache mir da keine Hoffnung draus. Und in welchem Jahr das Spiel? Ich hab echt keine Ahnung. Max! Ich weiß auch nicht, welchem Jahr. Ich weiß auch nicht alles, Alter. Mich interessiert die Lore in Disney nicht. Weißt du, ich. Du immer alles weiß von Disney. Bei Disney interessiert sich eh gefühlt keiner mehr für die Scheiß-Story, weil das eh nur noch unnötig ist. Siehst du ja die letzten Storys, wie gut die waren. Nicht so wirklich. Der Burner. Ja. Merkst du was? Ich krieg doch eh jetzt nichts ab. Jo, sag ich doch. Wow, schon wieder komplett so unnötig. Meine Super verschwendet ihr. Du kriegst sie eh so schnell. Geht aber um die Punkte. Ich finde ihn doch von den Finishen. Oh, tut mir leid. Guck, siehst du, ich krieg kein Wunder, dass du so viele Punkte hast. Ich krieg dir nichts ab. Von noch einer. Ach, Digga, ich krieg den eh nicht. Ich mach mir da nichts vor. Was ist denn der? Da hinten, da ist er. Okay. Ja, gut. Ja, dann hab ich aus Versehen gekillt. Ich hab ihn zu spät gesehen, dass er da eine Menge drin ist. Ja, das wird, glaube ich, Punkte-Technik nicht besser. Ja, ist schlechter sogar. Das Rex-Portal ist frei. Folgen wir den Besessenen und holen sie aus dem System. Ich glaube, das ist so, weil ich kein Mulli-Ding bekommen habe mit meiner Super. Tja, dann hätten wir sie 80 geknackt. Ich habe davon noch ein Mulli bekommen. Schön, aber ich nicht. Es ist stabil. Ja, mal so viel aus. Wenn wir das, was dafür verantwortlich ist, beseitigt haben, regeln wir vielleicht. Warlocks sind mehr wert als Jäger. Also bringen wir auch mehr Punkte. Sag wir. Sag ich jetzt. Ach so. Das ist so ein ungeschriebenes Liniengesetz. Ich will den finishen. Finde ich noch. Ich spam nicht, hast du schon durch. Ich habe auch aufgehört zu schießen. Der Teammate hat wo ganz anders hingeschossen. Aua. Warum immer ich? Ey, das ist wirklich. Das ist ungelungen. Jeder Runde falle ich alle runter. Tot. Schmutz! Alle drei tot. Guck, makellos wird nichts. Ich habe mich eh schon mit dem Gedanken abgefunden, dass mir hier nichts erreicht. Ich spiel gerade wieder runter. Nee. Hä? Ich hab den doch gestunt. Wie man eine Leiche da so legt. Da finde ich. Also, wenn. Ja, jetzt! Sag mal hier mal. Ohne Technik wird das eine ganz schwierige Kiste. Weißt du, was auch eine ganz schwierige Kiste ist? Es muss doch einen Weg geben, diese Fäule zu vernichten. Die darf sich nicht ausbreiten. Ja. Eine ehrliche und richtige und wichtige Meinung. Uninteressante Meinung daneben. Ey, du bist ein Arschgeweih. Wenn ich dich mobbe, hast du mal ein Gefühl, ich aufzuhören, mich zurück zu mobben. Da guck, da oben sind die Minotaurus. Die kannst du auch noch finishen. Ja, ich bin tot. Achso. Mal wieder. Gut, ne? Ich nehme mich an, aber kein Problem. Ja, so, ich würde sie gerne sagen, so, wenn ich es wüsste. Ich habe darüber echt keine Ahnung. Ich kenne mich mit der letzten Materie nicht aus.
Ich habe noch nicht mal die Story an sich gecheckt, obwohl ich so gespielt habe. Ich könnte dir noch nicht mal eine kurze Zusammenfassung geben, was in der Story passiert ist. Irgendwas mit der Reisende. Ja, die Frage das ist. Das habe ich mitbekommen, der Reisende. Von Anfang an kaputt machen dann nur von Destiny 2. Das ist gut, das ist wichtig zu wissen. Digga! Diesmal war ich's nicht. Wie war's nicht? Guck, ich hab damit. Ich hab gesagt, da wird spätestens einer verrecken. Ja, natürlich, wie immer bin's ich. Ich kann's ja nicht mal First Try schaffen. Ach doch, ich hab's ja schon mal First Try geschafft, aber ich darf's kein zweites Mal First Try schaffen. Also hätten wir das makellos schaffen müssen, wo du das First Try geschafft hast. Ja. Oh, wow. Ja, gut, der andere Typ ist auch wieder tot. So. Boah, das hat gerade 3 Gegner. Ach Gott! Boah, das war gerade knappes Gegner. Ja, und der hat schon wieder die 5. Ey, das weiß doch halt nichts. Ja, jetzt bin ich sowieso tot. Der kriegt natürlich wieder, wie immer, kriegt ja alle Scheiß. Ich bin doch schon da. Schon, wenn wir uns beeilen, kriegen wir noch einen kleinen Schuss drauf. Nee, der macht ihn, glaube ich, wohl kaputt. Oder? Ich glaube, ich habe nichts schon getroffen. Ja, wir haben getroffen, aber da war er schon eben. Da gibt es keine Punkte. Aber ja. Vom Ramcham und Fliegen den Laserwaffen und den Charakteren erinnert mich an die Zeit von Unreal Tournament. Ja, kenne ich nicht, keine Ahnung. Hüter gefallen. Sag so, wie es ist. Irgendwie Tournament, Alter. Die Besessenen sind noch nicht lange hier damit und vergleichen. Haben es trotzdem geschafft, die Kontrolle über dieses Wechselnest zu übernehmen. Das sind perfekte Verbündete für Kalus. Kann man hier irgendwas finden schon, ne? Alles, was sie zu fassen bekommen. Wenn wir noch länger gewartet hätten, wäre es noch schlimmer geworden. Ja. Den Dinger da oben kann man finden. Ja, schön. Ja, ich. Ich nicht mehr. Ja, schön. Bist du tot? Jetzt können wir wieder finishen. Also, was heißt finishen? Nein! Ey, warum? Was war das jetzt? Mann, warum? Jetzt kann ich nicht springen. Ich schaff nichts, Alter. Tja. Ich schaff keine Fähigkeit gerade. Eigentlich geht es mir generell um das Disney-Universum, aber kann sein, dass man Teil 1 und 2 separat betrachten muss. Keine Ahnung. Nicht separat betrachten, das muss man. Das baut aufeinander auf, deswegen ist das wichtig zu wissen. Oh. Aber wahrscheinlich kapiere ich auch deswegen vom Disney-Universum nichts. Weil ich es Teil 1 nicht kenne. Oh. Erhalten, glaube ich. Was sehr schön. Alles klar? Also gut. Jetzt schreibe ich das jetzt am besten. Ich bin dumm. Disney war, kann ich mich halt nicht mehr genau daran erinnern, alles. An alles. Aber in Disney 2 schon eher. Das Problem ist halt. Das ist der durch die ganzen Seasons und so Geschichten sind einfach auch wieder Story-Elemente reingekommen und also das ist ganz schwierig, die Story zusammenzufassen. Vernünftig. Weil die Story also, keinen Hand gibt. Weil die Story keinen Hand und Fuß hat. Ja, es gibt ja halt nicht mehr was vom Anfang, von der roten Schlacht. Das gibt's ja nicht mehr, was ja wichtig war. Ja, Alter. Tot. Alter. Ich hab zu viel auf einmal in die Fresse bekommen. Dadurch, dass es halt ja halt die rote Schlacht nicht mehr gibt, ist es halt wiederum ein Problem.
Die Story hat keine Hand und Fuß. Es gibt nichts irgendwie zu wirklich aneinandergreifenden, weil was hat denn die rote Schlacht jetzt mit dem Reisenden zu tun, dass der jetzt da ist und kaputt machen will? Nee, nicht Reisender. Also, das hat schon was Signifikantes damit zu tun. Echt? Ja, okay, gut. Ja, das hat schon was Signifikantes mit dem Reisenden. Okay, ja, dann. Weil das der Grund ist, weil die rote Schlacht der Grund ist, dass der Zeuge überhaupt kommt. Ah, okay. Ja, dann hast du. Deswegen, das ist. Okay, und warum kommen da Zeugen wegen der roten Schlacht? Was hat denn die rote Schlacht damit zu tun? Nee, das hat sich aus der roten Schlacht erschlossen. Und zwar, du musst so sehen: Die Rotlegion kam, hat den Reisenden eingefangen und das Licht genommen. So. Ja. Dann hat der Reisende sich irgendwann. Als wir Gold besiegt haben. Boah. Hat sich der Reisende befreit. Okay. Ich bin gerade mal gucken, was der Teammate macht. Was macht er da? Dadurch, dass er sich befreit hat, hat er so gesehen ein Signal an die Dunkelheit gesendet. Hier bin ich. Aber unbewusst. Ja. Deswegen kommt jetzt, durch dieses Signal kommt der Zeuge zu uns. Okay. So Forsake, dann kamen die beiden Erweiterungen, der Kriegsgeist, was Rasputin eingeführt hat. Welcher uns unterstützt. Ich weiß auch noch nicht mal, wer Rasputin ist. Deswegen sage ich ja, ich habe von dem Spiel keine Ahnung. Es macht Spaß zum Spielen. Selina, das ist der Grund. Also, wie soll ich jetzt für dich das begreiflich machen, wer das Putin ist? Deswegen sage ich ja, ich habe von dem Universum keine Ahnung. Oh, Scheiße. Den hast du denn nicht getötet? Für die kleinen Brünnig zu finishen. Oh. Ja, die großen halt nur mit gelben Balken. Ja. Aber jetzt ist halt auch wieder. Obwohl es halt so schlecht gestartet ist zum 112. Deswegen, also irgendwie, das hat nicht zu heißen irgendwie. Ich kann dir halt auch nicht sagen, so, das ist jetzt das, was uns fehlt. Obwohl, nichtsdestotrotz, dass es auch mal absolut scheiße laufen kann, können wir halt doch trotzdem auch ganz gut von den Punkten her noch abschneiden. Weil, ich kann halt. Ich will die Finishen da vorne. Ja, so wird's nichts. Ja, so wird's nichts. Tut mir leid. Ja, ich will die Punkte haben. Mein Schmuggel wäre die Schuld. Das hat die halt alle kaputt gemacht. Ich weiß, dass es vom Spiel an sich nicht vergleichbar ist. Mit dem Universal, bla bla, aber nur rein vom Setting her sehe ich parallel. Ich finde eher, dass der Halo eher drankommt. Also ich kenne das Spiel nicht. Aber ich weiß nicht mehr, was das für ein Setting überhaupt sein soll. Ich meine, ich kenne es nicht, aber Halo finde ich kommt schon. Gut, Halo ist ja auch ein direkter Konkurrent zu Destiny. Ich will ja nichts sagen, Bungie hat Halo erfunden. Ja, ist ja auch ein Konkurrent zu Destiny eigentlich. Trotz dass Bungie das erfunden hat, so gesehen Konkurrenten dazu. Guck, wie das waren, das waren 222.000 Punkte. Kevin, die sind 30.000 Punkten! Ich verstehe nicht, wo mir die herbekommen. Guck, diesmal habe ich jetzt wieder nicht. Gut, diesmal habe ich aber auch 53.000 Punkte. Ich weiß nicht, wo dran es liegt. Und so viele Medaillen hatte ich auch noch nicht. Digga, ach komm. Jetzt wäre es wieder eine gleichmäßige Verteilung. Ja, jetzt war es echt nur eine gleichmäßige. Ich weiß es nicht. Es muss doch aber möglich sein. Ja, es ist ja anscheinend fast möglich, aber. Irgendwo fehlen uns diese 30.000 Punkte. Diese 30.000 Punkte? Wo kriegen wir das? 30.000 Punkte sind 10, 20 und 60 Finisher. Wenn wir 60 mehr Finisher mit hochrangigen Gegnern machen. Ja, das kriegen wir wahrscheinlich auch hin. 30.000 Punkte. Das kriegen wir wahrscheinlich auch hin. Würde der Teammate uns nicht killen oder dein Spurgewehr?
Ich weiß nicht, wovon du... Danke für die Mühe, doch noch etwas zu erklären. Ja, gar kein Problem. Wir helfen, wo man gucken können. Wird das nur relativ easy beim Spielen, so einfach normale Strikes, könnte ich da ja besser drauf eingehen, aber wir wollen ja hier 250.000 Punkte erreichen und da dann nebenbei noch was zu erzählen, ist schwierig. Ja, obwohl, dass ich es jetzt mit dem Laber vielleicht sogar am meisten Punkte jetzt rausbekommen habe von den ganzen Runden her. Jo, weil ich auch weniger gemacht habe. Ja, und du mir ein paar Finisher gelassen hast. Meine Truppen berichten mir, dass die Einheiten der Schattenlegion plötzliches Interesse... Also haben eigentlich die Platzierung an sich nichts auszusagen, weil ich halt bin... Okay, ich bin die ganze Zeit halt verrät von ihnen. Machen wir uns nichts vor. Ja, nice. Schwer darauf passiert. Es ist halt... Das ist halt das auch. Lass mir die. Teammate, lass mir die. Finger weg, die sind meine Gegner. Ich meins. Ich lasse die Patrone im Lauf drin. Ja, du. Was? Sowieso nicht, das weiß ich ja. Nein. Komm mal, Alter. Das war jetzt unnötig. Ja, was Sachen, Alter. Weil ich gesprungen bin und dann hat mich die Kante weggestoßen. Ach komm, Alter. Wir kriegen es doch sowieso nicht hin, im Lage los. Egal wie sehr wir uns versuchen anzustehen, weißt du, dann kommt nämlich so eine Scheiße. So ein unnötiger Drecksmist. Mann, den müssen wir doch eigentlich finishen. Oh, ich hab schon wieder vergessen, den finishen, Alter. Alles einfach finishen, Max. Das macht sich so leicht. Was? Jetzt stirb doch! Ja. Schön. Nein, dann finishen! Was? Ja. Da finishen. Ich hab schon. Aber hast du auch was bekommen? Nein. Okay, dann war der zuerst war. Gut, das heißt, ne, finishen. Bin schon dran. Nein. Oh, nee, komm ab! Opa. Deswegen einfach ein Voice, Digga, ich krieg's nicht hin, doch. Nee, ich hab keinen Bock mehr mit dem Typ einzulassen. Aber für... Naja, gut, wenn du was, dann zuck ich auch nichts. Dann hab ich damit echt keine Probleme. Aber manchmal... Die geben keine Probleme. Oder? Nein, lass mir die doch! Ich wollte, die geben sowieso keinen Finisher. Nein, es geht darum, um die Street. Wir haben wahrscheinlich ein einziger gefehlt für die Medaille. Ist das? Ach, sag das doch. Ja, Max, was erwartest du? Ich du hast einfach geschossen. Nein! Das Wechselnetz nutzt einen ähnlichen Zugang. Ich bin auch, Digga, immer wenn ich irgendeine Horde sehe, gucke ich gleich, ob ich da eine scheiß Streak hinkriege. Die Besessenen sind unerbittlich. Wenn ich schon keine Punkte kriege, dann probiere ich irgendwie anderen, weil ich Punkte zu holen. Muss ich nachladen. Das war so unnötig. Ja, perfekt. Streak. Da habe ich jetzt gesehen, dass du da auf dich schießt. Deswegen habe ich es da gelassen. Ich frage mich, warum ich nicht streak. Lass. Ja, ich. Was sagst du? Was sagst du 5 Sekunden, nachdem ich schon meine Super geworfen habe? Sind da. Nichts für ungut, aber manchmal. Bist du echt langsam? Ja. Ah. Die Super so unnötig verschwendet. So unnötig verschwendet. Ja, komm, so sind wir hier wieder Punkte gleich. Schlecht. Wenn wir hier gleich mit 77.000 rausgehen, sind wir gleich. Wir hatten, wo wir rausgegangen sind, waren 77.000, das weiß ich. Tja. Digga, gar, ich krieg direkt von gar. Ja, ne? Ja, nein. Schade, dass man Boss nicht finishen kann. Sag so, wie es ist. Deswegen sag ich ja. Neue Welle. Na, da lass. Probier mit dem Ding rein, um zu crashen.
Ja, habt eine Serie. Ja, ich will noch finishen. Nein, du! Ich hab. Krassen. Finish? Ja, eigentlich gefinisht, aber ich habe keine Medaille bekommen. Ja, super. Also nicht gefinisht. Wahrscheinlich war mir meine Super dann zuvor gekommen. Von gehe ich jetzt mal gerade aus. Lass deine Super weg. Ja, ich hab dich schon davor aktiviert. Ich habe auch nicht erwartet, dass das so lange hält. Mann! Du Arschloch! Das hat doch nichts gebracht. Magnus liegen halt einfach nicht sehen. Wir sind schlechter. 2000 Punkte schlechter. Das hat noch nichts zu heißen. 2000 ist noch dazwischen. Ich glaube, du kommst hier jetzt über maximal 80.000 kommst du hier, glaube ich, immer raus. Ja, aber wir hatten aber auch schon 80. Es ist stabil, aber nicht umzugänglich. Ja, wenn wir halt haben, ein Spieler an den Gegner bekommen. Aber das Problem ist, selbst wenn ich das Ding jetzt alleine laufen würde, so funktionstechnisch würde mir vielleicht sogar wirklich, würde mir nicht hinkommen, weil mir meine Munition einfach nicht dafür reicht. Oh Gott. Nachladen. Ich muss die Kleinen wegmachen. Erst. Ich sterbe jetzt nämlich sonst. Oh, ich wurde geheilt. Hol du dir. Digga, ja. Okay. Also ich dachte schon, dass meine Waffe den jetzt geklaut hat. Ich hab schon gedacht, so Digga, warum hat er jetzt aber nochmal so viel Schaden weniger bekommen? Ich mich jetzt wirklich darauf konzentriere. Das ist doch echt auf Streaks und Finisher und hast nicht gesehen. Jetzt? Ja, er lässt mich nicht! Ich hab nichts gemacht. Ich das auch. War nicht meine Solargranate. Oh, war's der Teammate? Du mein Teammate! Oh. Es muss doch einen Weg geben, diese Fäule zu vernichten. Du bist der Digga, da ist so Stufe 11. Den interessiert das wahrscheinlich nicht. Der will seine Punktzahlen erreichen für die Medaille. Mehr interessiert den nicht. Der hat den Sparrow halt wahrscheinlich schon. Deswegen finde ich das so. Oh, ich will da hinten hin, ich will da hinten hin. Ich komme da nicht hin. Hallo, warum lässt sich dich. Warum kannst du dich nicht finden? Oh, jetzt. Einer ist da noch, hinter dir. Ja, ich weiß, ich will noch gern finishen. Ja, hab so. Ja, alle beide. Boah. 2000, ich weiß nicht, waren wir da schon besser oder? Ich glaube, wir waren immer gleich, ja. Ich glaube, wir waren gleich, ja. Magnus kriegen wir sowieso nicht mehr hin, weil wir beide schon gestorben sind. Ja. Deswegen, wenn wir sterben, geht halt nur um die, jetzt um die. Und Sudi? Ja, schon dran. Schon an die anderen. Taschenspiel. Eins. Dann macht die nächste. Bin schon dran. Ich fahr vorbei. Nicht mich beachten. Nicht mich beachten. Ja, die hole ich wieder, aber ich bin nur dran vorbeigefahren. Ich bin hier vorbeigekommen. Okay. Okay. Präzision. Nein! Nein! Von was denn nein, jetzt? Hilfe, nein! Ich bin zu weit gefahren. Ja, ich bin zu weit gefahren. Von was denn jetzt? Was macht der Teammate eigentlich? Ach ja, natürlich, der Teammate ist schon durch. Ja klar, der ist doch gar nicht an uns vorbeigefahren. Wie kann der denn schon so weit sein? Der ist anders gefahren, irgendwie, keine Ahnung. Ich hab den da... Ach so, hier stimmt Shortcut. Ja, ich hasse ich. Ja, natürlich Shortcuts. Was wundert's mich eigentlich? Natürlich kennen die hochrangigen Spieler alle Shortcuts. Also für mich Abkürzung. Ja. Okay. Dass du schneller wohin kommst. Waren die ganz oft Strikes, dass du Phasen überspringst. Digga, wie dumm.
Hier, ich hasse sowas. Raids kommt es drauf an. Aber ja, der Gegner ist, der Typ ist schon bei der letzten Phase. Das ist so ein Fixer. Hier, wenn er wenigstens Medaillen und so macht, Punkte, ist mir das von mir aus recht. Aber dann soll er die auch machen. Dass mir die 250.000 erreichen. Wenn er doch so ein hochrangiger Spieler ist, dann muss er doch die Tricks wissen und müsste auch die Gegner finishen. Den interessiert das nicht. Der will den einfach nur schnell durchrunnen. Fertig ist. Deswegen, es geht eigentlich, das hier Ding hier nur zu erreichen, wenn wir private Lobby. Gut, wir müssen aber Matt. Dafür sind wir einer zu ja, wenig. Matt. Das war die einzige Möglichkeit. Aber das ist eh rum. Aber guck mal auf die Uhr, ich kann auch nicht unendlich machen. Ich weiß. Ja, ich auch nicht. Nur weil ich eine Stunde später zum Seminar und eine Stunde später anfange. Also nicht, dass ich dann auch unendlich mache. Ich will eigentlich die Zeit nutzen und meinen Körper dann trotzdem eine Erholung gönnen und trotzdem so ein Backend wie immer. Vielleicht eine halbe Stunde später oder sowas. Was Sachen? Also wird es halt. Ich muss schon sagen, der Shaker und das Milchfrüchchen haben es das gemacht. Naja. Das hilft nichts. Es ist schade halt, weil wir würden ihn theoretisch erreichen. Ja. Aber das wird einfach nichts. Ich werde mal einfach von Anfang an. Ja, Matt, ich werde von Anfang an Matt fangen, so, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube selbst. Nein! Nicht. Ich war's nicht. Ja, der Teammate. Ich hab da auch nochmal. Ich glaube noch nicht mal, dass es da schon liegt, ob wir das mit Matt spielen. Oder? Doch, weil mit ihm können wir ja dann reden, sagen, ey, finishen und so. Na egal. Nee, ist doch. Sparrow sowieso nicht, aber. Es geht halt einfach für die Sammlung, dass man halt irgendwas erreicht hat. Es ist ein Grind. Es ist genauso wie in NMB. Es ist genauso wie in NMB. Braucht man in der braucht man Boreales Handlung? Nein. Will man es haben? Ja. Das ist genau das allerselbe. Also es ist aber trotzdem was anderes, wenn du etwas erreichen kannst alleine. Oder sagen wir mal zu zweit. Aber oder etwas erreichen kannst, wo du andere Spiele, wo du zumindest zu dritt sein musst. Wie beispielsweise Dungeons. Ach, von hinten. Ah ja, ich bin auch tot. Es tut mir leid, aber ich mach jetzt aus. Viel Spaß noch und gute Nacht. Gute Nacht. Kenny, ich sorge, dass ich jetzt das lese. Ich bin da. Wenn du überhaupt noch da bist, bin halt hier echt im Fight drin. Jawohl, danke nochmal. Das kann ich ja schon gerne dann machen, weil ich verstehe. Komm. Weg. Deswegen, ich finde halt für sowas wäre wieder auch was Cooles mit Zufallsbegegnung. Ne? Sowas warte, ich will den Finishen da oben, ja, ich komme da nicht hin. Und wir haben ich noch weniger Punkte sogar als sonst. Wir sind hier auch schon mit 160.000 in den Boss-Fight das reingekommen. Ach so. Verstehe es nicht. Nein, dafür finde ich wenigstens die hochrangigen nur taut. Das ist nett, aber trotzdem. Ach. Ich weiß auch nicht, was sie sich manchmal dafür denkt. Vielleicht denkt er selber nicht vertraut oder seine Waffe ist zu stark oder keine Ahnung. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Ich will finishen. Oh Gott. Was schießt mich denn alles ab, Alter? Ah, aus. Finish doch. Ja. Ja, Max, finishen. Ja, ich bin schon. Team mit Tobi, aber komm. Ja, schade. Ich geb dir noch auf mit dem Ding. Deswegen solche Dinge, deswegen hat sich so. Also das, ich mag jetzt schon sehr und alles. Aber manchmal finde ich so Geschichten wie Dungeon Raids einfach zum Kotzen. Ich meine, die Dinger sind schon geil und so wahrscheinlich. Also Dungeons sind definitiv geil.
Das ist echt ein cooler Spielstil, aber wenn du halt dafür dann halt aber auch andere Leute warst. Deswegen finde ich es einfach geil, wenn du einfach dann den Trooper mit KI auffüllen könntest oder so. Bei Dungeons oder bei Raids an sich. Und die sind aber dann dein Power Level und dein Skill und sowas sind die einfach angepasst. Bin ich ehrlich. Ich denke mir einfach nur so, Schadensmultiplikator, desto weniger Leute bist, desto höher. Oder sowas. Ah, nee, das ist ja auch wieder zu einfach, ey. Nee. Du kannst halt einfach keinen Konsens dafür finden, für Spieler mit wenig. Ja, genau, kein Konsens zwischen Gruppenspielern und Solospielern. Ja. Genau, das habe ich mit dem mitgekommen. Machst du Finishen? Ja, ich hab schon. Okay. So, du kannst halt zwischen diesen beiden keinen Konsens finden. So. Gruppenspieler möchten halt Herausforderungen mit vielen Spielern. Logischerweise. Nicht. Ja, das ist nicht mir. Ja. Das ist nicht mir. Was war das jetzt schon wieder für eine dumme Scheiße? Du musst es sowieso nicht so machen, weil wir haben nicht mehr die 200.000 Punkte. Da waren wir eben mit dem Random Team, mit dem anderen Random Team noch besser. Als mit dem auf Stufe 11. Was schon traurig ist. Ja, das wird doch jetzt höchstwahrscheinlich so sein. Ich habe am wenigsten, ich am zweiten, der als Platz 1, logischerweise. Boah, das weißt du nicht. Doch, ja. Der hat, Selina, der hat zwei Champions vor uns mindestens. Deswegen. Die hat er uns komplett voraus. Wow, oh Gott, das war ja am wenigsten gefühlt. In dem ganzen Dungeon an sich. Ah ja. Wir sind zurück im Geschäft. Die Verteidigung steht und die Besessenen sind los. Ich glaube, der Helm hätte wenigstens besser sein können. Gut, wenn man halt meine Medaille mit dem von dem Teammate vergleicht. Jo. Sag ich doch nicht mal wie immer am wenigsten. Das liegt an mir. Wow. Er lässt sich ja nicht mehr bewerten. Ich habe ihn bewerten können. Ja, ich nicht. Ich habe mir erstmal die Punkte halt angeguckt, bevor ich irgendwen bewerte. Das hab ich aber auch gemacht. Egal. Deswegen, du kannst halt einfach leider keinen Konsens finden zwischen Solo-Playern. So Zweiergruppen, sag ich jetzt mal. Gruppen ab 3 Leuten. So. Bei jeder würde ja gerne die Dungeons, Raids und alles spielen. Aber kann er halt nicht, weil du brauchst im besten Fall bei vielen Sachen 6 Leute. Weil es nicht anders da geht einfach. Ja. Aber. Bei Raids brauchst du 6 Leute und wir kriegen 3 Leute mit Matt zusammen. Okay. Matt könnten wir 3 Leute halt, aber trotzdem, da ist auch noch nicht bei hier den Dingen garantiert, dass wir die 250.000 Punkte kriegen. So, das ist da auch noch nicht garantiert. Ja. Oh Mann. Ich meine, ich mache mir eh nichts daraus, wenn wir das nicht bekommen. Aber trotzdem. Es ist halt schade, weil wir wissen, wir hätten es theoretisch erreichen können. Aber es hat halt leider nicht gereicht. Yep. Muss wie immer trinken. Wie so kleine Kader. Er sauft auch wie ein Loch. Ja, der Kader ist so klein, also das sauft gefühlt mehr als ich und der ist kleiner als ich. Deswegen, das ist halt so das große Problem, finde ich, an Destiny. So, es macht halt Spaß zu spielen, aber es macht halt alleine keinen Spaß einfach. Ja. Also was heißt alleine keinen Spaß, aber... Oh, die Warlocks sind ja auch vorne.
Ja, gut, ich glaube sowieso, dass die Borlocks einen Boost bekommen haben. Dass jede Klasse einmal pro Woche gewinnt. Glaube ich sowieso. Ich kann es nur empfehlen. Lol. 0 Tage minus 4 Stunden. Das Event ist eigentlich schon für 4 Stunden abgelaufen. Ich sehe nach. Übertragung. Ja, das ist. Es ist halt einfach schade. Musst du halt wirklich einfach sagen, weil. Sollen wir dann anfangen? Macht ja Spaß, aber. Es tut halt einfach den Spielspaß nehmen. Ich krieg aber auch nur schlechteren Stuff. Deswegen, ich würde es ja gern mehr spielen, aber. Dieser Krieg ist ein komplizierter erstmal auch Leute. Das ist so, die meisten haben schon ihren 6er-Trupp, den sie regulär haben. So, klar, du kannst jetzt auch dir einen Clan suchen, einen hochrangigen, wo du dich reinsetzt. Alles machbar. Es gibt ja auch Clans, die anfängerfreundlich sind. Aber. Da heißt es, macht dies, jenes, anderes. Nein, jetzt habe ich die falsche Waffe in den Sensor reingelegt. Ach. Es gibt halt auch genug Clans, wo du, wo halt Arschlöcher drin sind. Ich glaube, ich wollte mal einmal in einen neuen Clan gehen, weil ich mal einen gesucht habe. Gott, jetzt will man schon wieder suchen. Das ist zu cool. Aber ich glaube, das ist nichts geworden, weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was der Grund war. Ja. Aber ich glaube, das lag daran, dass ich erstmal gucken wollte, wie es mit dem Welt, was du zurückbekommen willst. Anderen Clan, also mit dem Clan, wo ich dann noch zu dem Zeitpunkt drin war. Rausgehen, doch genau, ich war zu dem Zeitpunkt in einem Clan mit ein paar Freunden drin, so. Die haben alle aufgehört, also halt hier der Clan, wo wir jetzt Katschin sind, genau den meine ich. In dem war ich halt noch drin, wollte aus dem raus, hab nach einem anderen gesucht, weil ich wollte aus dem hier rausgehen. Aber, der Clan, wo ich dann reingehen wollte, weil der sich ganz interessant und ganz okay angehört hat, wie heißt das nicht? Wollt mich nicht, weil ich angeblich ja Clan-Hopping betreibe. Dadurch. Mhm. Für dich ist es für Clan-Hopping heißt, wenn man von Clan zu Clan springt. Ja, das wusste ich sogar noch. Das hast du mir schon mal erklärt gehabt. Das wusste ich sogar noch, was das ist. Obwohl ich mir so denke, Digga, ich gehe aus einem toten Clan raus. Das Problem ist. Ich gehe halt oft schon in Clans rein, mit Kollegen, die ich halt kenne, wo man dann in dem Moment relativ viel mit denen spielt. So, dann hören auf einmal alle auf, so, du tust den Clan verlassen und willst dann dir einen neuen suchen. Wieder einen aktiven. Ja. So, aber dann gibt es solche Assis, die ich nicht nehme, weil man ja Clan-Hopping betreibt. Wo ich mir so aber nur denke, Digga, ich gehe aus einem toten Clan raus, such mir einen neuen. Möchte den aber noch nicht verlassen, weil ich mir so denke, vielleicht kommen sie ja nochmal zurück, dann kann ich ja mit denen reden und wir gehen zusammen in den neuen Clan. Wer weiß. So, ich mach das mit dem Stream aus. Aber. So, Leute, ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Dessen ist ein sehr komplexes Spiel und mit einer verkorksten und toxischen Community. Genauso wie in COD. Selina, ich will ja nichts sagen. Jedes Spiel, was schon länger läuft als ein paar Jahre, hat irgendwann eine toxische Community. Guck dir League of Legends an. Guck dir Call of Duty an. Guck dir Apex an. Und sonst noch Rainbow, Destiny. Das sind alle Spiele, die sind schon seit mehreren Jahren auf dem Markt und haben eine relativ aktive Community. So. Und die sind halt oftmals gegenüber neuen Spielern nicht aufgeschlossen. Ganz einfach. Jo, weil man ist ja gleich schlecht und du kannst nichts. Ich hab keinen Bock, im Menü zusammen zu spielen und keine Ahnung und ja.
Ich meine, ich zum Beispiel, so durch Skill-Based Matchmaking spiele ich sogar gerne mit Noob zusammen. Und selbst wenn kein Skill-Based Matchmaking, kein Skill-Based Matchmaking drin wäre, was juckt mich das, ob ein Kevin oder ein Otto, ein Jürgen oder keine Ahnung was, ein Dieter gut ist? Was juckt mich das? Wenn ich mit dem Kollegen Spaß habe und sowas. Klar. Ich gehe dann zum Beispiel jetzt an dem Punkt mit dem Kevin in keinen Dungeon rein oder sowas, weil ich weiß, das wird nichts. Das ist dann klar so. Dann sage ich so, okay, nee, komm du erstmal Power Level Maximum und hab ein paar gute Waffen, komm mal rein, dies, das. Gut, aber. Dann macht es schon mehr Sinn, dann ist es ja so eine andere Sache, aber Digga, ich verstehe diese toxische Sachen nicht. Gut, theoretisch kannst du am Anfang jeden mitnehmen. So. Weil man kann es den Leuten ja Step by Step beibringen. So, der Einwurfe, du hast ja mit Matt auch gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Dungeon wir gemacht hatten. Erste Woche, erste Phase nur geschafft, hat leider nicht geklappt. Ja. So, zweites Mal, zwei Phasen geschafft. Lief besser. Beide beim ersten Mal geschafft. Ja. Und dann sind wir halt beim Boss stecken geblieben. So. Aber wenn man halt Step by Step dabei bleibt, wird auch ein schlechter Spieler, wenn er dann mehr und mehr die Phasen zum Verständnis hat. Besser. So werden die auch irgendwann besser. Ja. Aber die meisten erwarten ja vom einen, du hast von direkt von Tag 1 die High-Damage-Dealing-Waffen. So jetzt hier beispielsweise da dein Fusionsgewehr, da das Schwere, da Schläfer-Simulant. So. Oder beispielsweise Donnerlord oder was weiß ich. Das erwarten viele Spieler einfach, dass du das schon hast. Ja. Ansonsten laufen die mit dir nichts. Ja, und das finde ich nicht okay. So, wenn du dann so einen kompletten Trupp hast und mit nur Lowbots, dann weißt du so okay. Aber wenn du einen im Trupp hast, zum Beispiel einen einzigen von 6 Leuten, du hast einen drin, der ist zwar maximales Powerlevel, hat aber die Waffen noch nicht und die Erfahrung nicht hier. Und es geht doch einfach meiner Meinung nach um den allgemeinen Spielspaß. Du sitzt im Discord, machst Scheiße dabei und keine Ahnung. Das ist doch gerade das Gute daran. Ich verstehe nicht, warum das so toxisch sein muss. Ich merke es doch immer mehr in TikTok oder sonst irgendwas. Es gibt einen Typen auf TikTok, ohne Scheiß, der fuckt mich gerade langsam ab. Der tut. Digga, selbst wo ich ein bisschen besseres Gameplay hatte und 100 Prinzip drauf hat, waren gute Clips oder du bist schlecht oder keine Ahnung. Ich würde so denken, Digga, nicht jeder. Weil der schreibt abwechselnd der Clip scheiße und der Clip scheiße. Nee, der schreibt. Mittlerweile schreibt er so immer so, wann gute Clips. Und ich immer so, Bruder, Alter. So. Was für das ist so ein guter Clip? Was verstehst denn du an einem guten Clip? So, soll ich dann. Wenn er von ihm selber ist. Ja. Soll ich da eine Nuklear reißen? Oder was ist ein guter Clip? Nicht jeder Spieler kann gleich so gut sein. Es gibt das Matchmaking drin. Du kannst nicht. Du musst hoffen, irgendwie, dass man dieses Skill Session plötzlich so ein kleines Löchchen drin ist, wo, zack, eine Noob-Lobby durchkommt. Da musst du Glück haben. Also, ich kann nicht mit einem Neffen-Account da mitmachen oder sonst irgendwas. Ich habe A, keine Lust, mir das Spiel zweimal zu kaufen. Drittens, Internet. Viertens, Strom. Ich bin kein Content-Creator, der so viel Geld verdient. Das ist das so. Blut kommen für 50 Euro mehr Strom nur für Neffen kannst du ja easy. Ja, sorry, das funktioniert so bei mir nicht. Dann brauche ich den Kevin in der Lobby. Dann funktioniert es schon eher. Und selbst da bei einem 15er ist Verschluss. Ist da mehr als so 15er nicht möglich, weil als mich einfach Abonnenten gekillt haben. So, oder so, oh, du bist schlecht. Ja, sorry, wenn du gerade in Gamfer drin warst und jemand kommt von hinten und killt dich, dann wirst auch du sterben. Da kannst du noch ein Broplayer sein, da kannst du noch in der COD League zocken. Du verreckst. Das ist halt einfach toxisch. Ich gebe sowieso. Ich bin jetzt halt jemand, der gibt nichts auf. Beispielsweise in Destiny so. Ich würde von mir aus jeden mitnehmen. Mir ist das prinzipiell scheißegal. Oh, wir haben ja auch Flo mitgenommen, so. War uns ja auch egal. So, mir geht's halt nicht darum, dass die Person halt der Stärkste ist. Auf der ganzen Welt. Sondern, dass er das Spiel versteht. Und Spaß hat.
Oder gehört halt nun mal mit dazu, dass man jemanden an die Hand nimmt und guckt, dass dieses Spiel erklärt. Das hast du ja auch Max genauso bei mir gemacht. Er hat natürlich auch in die Hand genommen und kommt so, du siehst das, jedes anders so und so und so und so. Ich meine, ich bin immer noch kein King, der ist immer abgesehen davon, dass ich von diesem Universum keine Ahnung habe, aber man kann mit mir in Dungeon laufen. Und es funktioniert. Sie haben noch einen Kopf. Jo, klar, gut bei Dungeon. Gut, hier bei Dungeon oder so, da ist eigentlich ein bisschen klar, dass ich halt der Haupt-Damage-Dealer, Schrägstrich, Medaillenverdiener und so weiter bin. Das ist ja auch ein bisschen klar. No. Weil, guck dir meine Spielerfahrung an, Destiny, die deine Spielerfahrung an, Destiny. Ja, aber trotzdem, ich muss, also im Finisher krieg auch ich hier ein paar Moody Kills, krieg auch ich, und deswegen verstehe ich nicht, warum hast du jetzt vielleicht nicht so viele Kills? Ich mach nichts anderes als du. Aber das sind halt wahrscheinlich diese Super einfach, die du hast. So, zack, es kommt alles, du machst diese, es wird alles irgendwie reingezogen, keine Ahnung, das hab ich ja nicht. Ich habe ja noch nicht mal Ansatz, weil sie irgendwie so eine Super, das Einzige, wo ich habe, ist, ich hab mein Schwert, mit dem ich dann einen Haufen Kills machen kann. Das ist gut, was halt doch eher auch bei mir wahrscheinlich zutrifft, mehr als bei dir. Ich passe halt mein Bild auch immer entsprechend an. Und du hast ja gesehen, in den ersten paar, ich hab ausprobiert, hab das mit reingenommen, nee, nicht gepasst, so. Da bin ich jetzt beispielsweise hier auf dem Bild gegangen mit dem Argus Zepter. So, und das läuft. Das läuft einfach. Ja. Und da hab ich halt die Erfahrung nicht dazu. Beispielsweise so. Klar, du kannst halt das ausprobieren, so. Aber das heißt noch gerade nicht lange, dass du da mehr Punkte machst. Oh. So, da muss man halt ständig ausprobieren. Und nicht immer ein. Klar, gibt auch Spieler, die spielen immer nur ein und dasselbe Bild, weil es funktioniert. Aber die haben halt auch die noch bessere Erfahrung als ich. Oh. So beispielsweise, wo die Meta war mit der Einsiedlerspinne, die in jeder Aktivität gespielt wurde, so. Da beispielsweise so, das hat jeder gespielt. So, und das konntest du dann anpassen, wie du wolltest. Da gab es aber beispielsweise noch nicht das mit dir. Mit den Champions und so weiter und so weiter. Auf meiner einen Einzelspiel beispielsweise 27.000 Kills. So. Wo ich die gespielt habe. Ich habe nur die Waffe gespielt. Nichts anderes. Schmelzziege, die nur gespielt. PvE nur die gespielt. Jede Aktivität habe ich die Waffe gespielt. Die war halt aber auch OP hoch 10. Deswegen. Es hilft halt nichts. So, naja, Leute, aber in diesem Sinne. Da kann man jetzt noch 5 Stunden drüber reden, das wird sich nichts in der Situation. Yep. Aber Leute, in diesem Sinne, lasst doch ein Like da, lasst ein Abo da. Guck mir auf Social Media natürlich, würde mich wirklich freuen. Leute. Road to 700 Abonnenten, die 650 haben wir geknackt, die nächste Hürde sind natürlich dann die 700 Abonnenten. Leute, macht mich stolz, teilt die Videos, mir aus, macht selber irgendwelche Highlight-Clips, whatever, macht einfach Dinge, teilt Hauptsache der Kanal wächst und wir haben hier eine aktive Community hier. Ja, in diesem Sinne, haut rein oder lasst es halt, ich verabschiede mich an dieser Stelle, tschüssi, Kostüm, piu! So high, low. Don't you know?